Einen wunderschönen guten Morgen aus Petra. Ja, heute wollte ich mit euch Petra besichtigen. Vorab eine kleine Information. Ich stehe aktuell gerade hier an diesem Schild I love Petra. Das ist direkt am Eingang. Petra wurde vor mehr als 2000 Jahren inmitten der Sahara-Berge von den Nabatäern erbaut. Ihre Blütezeit hatte die Stadt in den Jahrhunderten vor und nach Christi Geburt. Sie war eines der wichtigen Stationen auf der Handelsroute, die das alte Mesopotamien mit Ägypten verband. Noch heute kann man die kunstvollen Fassaden sehen, in denen den Sandstein gemeißelt wurden. Aber auch weitere faszinierende Bauwerke und Momente dieser rätselhaften Zivilisation. Man weiß nicht, wann genau Petra erbaut wurde. Aber die Stadt begann als Hauptstadt der Nabatäer ab dem 1. Jahrhundert vor Christus zu florieren. Reich wurde die Stadt durch den Handel mit Weihrauch, Myrrhe und Gewürzen. Dann wurde Petra von den Römern annektiert und gedieh weiter. Bis 363 nach Christus ein großes Erdbeben die Stadt zerstörte. Es ist wahrscheinlich, dass dieses Erdbeben der Grund war, warum die Stadt aufgegeben wurde. Aber auch Verlegungen der Handelsrouten mag dazu beigetragen haben. Spätestens Mitte des 7. Jahrhunderts wurde Petra endgültig verlassen und versank in Vergessenheit. 1812 kam der Schweizer Forscher Johannes Burckhardt in die Gegend um Petra, um die verlorene Stadt zu finden und zu erforschen. Er kleidete sich wie ein Araber und überredete seinen Beduinenführer, ihm die Stadt zu zeigen. Danach wurde Petra auch im Westen als faszinierende Stadt bekannt und begann Besucher in ihren Bann zu ziehen. Petra ist auch als Rosa Stadt bekannt, da die Fassaden aus dem rosafarbenen Sandstein herausgearbeitet wurden. Die Nabatäer begruben ihre Toten in Felsengräbern, die sie in die Bergwände meißelten. Aus der römischen Besatzungszeit stammen ein Tempel, ein Theater und Reste einer säulengeschmückten Praschstraße. Darüber hinaus sind die Ruinen einer byzantinischen Kirche zu besichtigen. Zusätzlich hat man über 10.000 Jahre alte Spuren menschlicher Besiedlung in der Gegend gefunden, die großartige natürliche, kulturelle, archäologische und geologische Schätze aufwiesen. Alles neu betoniert. Ja. Und das ist die Wasserrinne. Okay. Stimmt. Später werden wir eine andere auf der rechten Seite sehen, Ja. die geschlossen ist. Hier ist offen Ja. für den Haushalt vorgesehen und die andere auf der rechten Seite als Trinkwasser vorgesehen. Wenn wir Petra heute verlassen werden, fahren wir an die Quelle Moses vorbei. Ja. Ja? Und die war die Hauptquelle. Pass auf, bitte. Kannst du mal. Die Quelle ist 8 Kilometer weit weg von hier. Ja. Und sie liegt auf 1300. Wir Okay. sind jetzt hier auf 1000. Sie haben das Wasser von der Quelle Moses heruntergeleitet und da kam mit riesen Vakuum, mit Druck. Kurz vor der Schlucht spaltete sich diese Leitung. Eine links und eine rechts. Okay. Und durch den Druck oder Vakuum konnten die Nabatäer vor 2000 Jahren ohne Strom, ohne Generator das Wasser hoch zum Opferplatz pumpen. Okay. Und diese Technologie haben die Nabatäer übernommen und kennengelernt von Jemen, von Hadramaut, von Ma'rib. Die Leute aus Jemen, die Jemeniten, sind die Besten mit Wassertechnologie, Wasserversorgung gewesen. Ich habe dir gesagt, von jedem Volk haben sie etwas mitgebracht. Der Sikh, diese schmale Schlucht für die Besucher nach Petra
und ist mehr als einen Kilometer lang. Einst überspannte ein Triumphbogen den Eingang zum Sick. An beiden Wänden der Schlucht entlang verlaufen Wasserkanäle. Der Sick ist eines der äußerst beeindruckendsten Zugang zu Petra und birgt viele Relikte aus Vergangenheit der Stadt. Zum Beispiel eine gepflasterte Straße, eine Sabinos, Alexandros-Statue und vieles mehr. So, einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind in Petra, gerade angekommen. Khaled ist jetzt gerade wieder rausgegangen und ich bin jetzt eben gerade schon durch den Sick gegangen, der hier nach Petra hineinführt. Und ich zeige euch mal was. Das wohl bekannteste Symbol von Petra. Diese Fassade ist weltberühmt. Die haben wir uns gerade richtig schön angeguckt. Und auch hier haben wir wieder den Vorteil, wir sind mal wieder alleine in Petra. Normalerweise sind hier 10.000 Besucher jeden Tag, 10.000 bis 15.000. Die Wächter am Eingang haben mir erzählt, dass alleine, wenn ein AIDA-Kreuzfahrtschiff anlegt, 3.000 Menschen auf den Schlag hier nach Petra reinkommen. Und wie ihr seht im Hintergrund aktuell, ich drehe jetzt mal die Kamera, ich bin hier alleine. Also phänomenal. Es hat Vorteile, hier zu sein, in Petra zu dieser Zeit. So, jetzt gehen wir mal weiter. Der Khaled hat zu mir gesagt, so jetzt ungefähr so ja, 15 Minuten diese Schlucht weiter runter, geht es dann die Treppe rauf zu den Königsgräbern. Und da gehe ich mit euch jetzt mal hin. Also, schauen wir mal, was uns hier in Petra heute erwartet. Petra gehört zum Weltkulturerbe der UNESCO. Im Sikh erzählte mir Khaled vorhin, gab es auch einen schweren Unfall 1963 mit Franzosen. Da sind 13 Franzosen ertrunken, denn da gab es sehr viel Regen und eine 3 Meter hohe Welle ist nach Petra reingelaufen mit einer Geschwindigkeit von 63 km/h. Und dieses Unglück ist wohl nur aufgedeckt worden, weil eine Französin wohl irgendwie geschafft hat, den Berg hochzuklettern. Und das war die Einzige, die überlebt hat. Das sieht man auch. Ich werde nachher, wenn ich rausgehe aus Petra, da einen Film von machen. Davor habt ihr jetzt gerade ja nur Bilder gesehen. Aber ich werde da definitiv nachher beim Rausgehen nochmal ein Video machen von dem Sick, damit man das erkennen kann. So, jetzt gehen wir mal zu den sogenannten Königsgräbern. Bis gleich.
So, mittlerweile sind wir jetzt hier in so einem sehr, sehr großen Tal in Petra. Und das ist schon gewaltig. Gerade hat mich ein Beduine gefragt, ob ich denn mit einem Donkey weiterreiten möchte. Aber ich denke mal, ich bin noch gut in der Lage, zu Fuß zu gehen. So, was ihr da hinten seht, ist wieder so ein Theater. Da laufen wir gerade zu. Und hier unten steht der Esel und sucht ein bisschen Grün. Er scheint fündig geworden zu sein. Und überall hier in diesen Bergen, überall Wohnungen, Wohngebäude, irgendwelche Höhlen. Khaled erzählte mir, dass bis 1985 Beduinen hier gelebt haben. Erst dann wurden die umgesiedelt. Also das ist noch gar nicht so lange her, dass hier wirklich Leute gelebt haben. Und das ist ein atemberaubender Blick. Wahnsinn. Ja, und jetzt gehen wir mal Richtung Theater. Und da möchte ich natürlich gleich mal schauen, wie weit und zugänglich das sein kann. In einige Gebäude kommt man nicht hinein. Auch in diesem weltberühmten Foto am Anfang. Dieses Schatzhaus ist nicht zugänglich für Besucher, weil Besucher dann auf die glorreiche Idee gekommen sind, in diesen weichen Sandstein reinzuschreiben: Haha, ich war hier. Und das wurde einfach zu viel. Und dann hat man gesagt, wir besperren die Gebäude, damit da nicht jeder reinschreibt, dass er dann mal da war. Ich schwenke hier nochmal zu der Seite rum und zoome da mal ein bisschen ran. Das ist schon gewaltig. Auch da oben dieses Gebäude mittendrin und in dieser Schlucht. Da hinten sind wir hergekommen. Und hier sieht man das Theater. Da gehen wir jetzt mal rein. So, jetzt stehe ich hier vor dem alten Eingang von diesem Theater. Im Hintergrund kann man das erkennen. Rein dort dürfen wir nicht. Aber ich versuche mal, mit euch einen anderen Zugang zu finden. Mal sehen, was da möglich ist. Doch, hier ist ein Bereich, wo wir lang gehen können. So eine Besucherplattform. Aber direkt ins Theater hinein kommen wir nicht. Da sieht man Säulen, da kann man sich ungefähr vorstellen, was da noch drauf gestanden haben muss. Und da wäre der Eingang. Und dann kommt man hier sozusagen in dieses Theater hinein. In den Stein gemeißelt. Khaled hat mir erzählt, die einzigen Werkzeuge, die man hier gefunden hat, waren ein Hammer und ein Meißel. Und damit haben die all das erschaffen. Gewaltig. So, jetzt sind wir mittlerweile bei den Königsgräbern angekommen. Und es ist schon atemberaubend, das, was man hier sieht. Im Hintergrund sieht man diesen Königspalast, diese Königsgräber. Und das ist Petra während der Corona-Zeit. Hier ist alles zu. Die ganzen fliegenden Händler. Ne? Wenn wir hier mal reingucken. Also ich komme gerade vor wie der letzte Mensch auf der Erde. Denn so sieht das hier gerade momentan aus. Was natürlich nachvollziehbar ist. Denn es kommen keine Touristen mehr. Und deswegen hat man das vor einem Jahr, nachdem der Lockdown kam, aktuell einfach alles so gelassen, wie es ist. Und die Menschen hier hoffen natürlich, dass das irgendwann wieder weitergeht.
was momentan noch keiner weiß. So, das ist dieser Blick auf diesen Palast, der in Stein gemeißelt ist. Mit Hammer und Meißel. Wahnsinn. Wahnsinn. So, ich gehe da oben mal hoch, mal schauen, was wir da noch so entdecken. Und ja, ich nehme euch mit. So, ich habe gerade gesehen, dass hier so eine Treppe rauf geht. Und da versuchen wir jetzt mal hier rauf zu kommen. Das sieht auch gar nicht schlecht aus. So, hier kann ich das mal zeigen, wie das so von innen aussieht. So sieht das Ganze da aus. Auch da, auch diese Farben von diesen Steinen. Hammer. So, mein Ziel ist es, so hier mit euch mal hochzugehen, mal zu schauen, wo uns der Weg hinführt. Vor mir höre ich Beduinen, die sitzen in so einer Steinhöhle. Aber erstmal gehen wir jetzt hier mal zusammen die Treppe hoch. Der Vorteil ist, ihr müsst hier nicht hochlaufen, sondern ich muss hier hochlaufen. Ja, mittlerweile da angekommen. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen mal rein. Steht nirgendwo, dass wir es nicht dürfen. Also machen wir das einfach mal. Jetzt bin ich mitten in so einem Fels. Ihr hört das wahrscheinlich am Ton auch schon. Das ist ja spooky ohne Ende. Ja. Und so ist der Blick nach draußen. So, mal rein. Die Treppe ging noch weiter nach oben. Ja, die Treppe geht noch hoch. So, ich filme mal da hinten das Beduinenvolk. Da hinten sitzen sie. Sind lautstark am Unterhalten. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Und das ist mittlerweile der Überblick über die gesamte Bucht. Schlucht, besser gesagt. Bucht ist übertrieben. Und da hinten geht es überall noch weiter. Insgesamt kann man hier knapp 10 Stunden laufen. Und das ist one way, nicht zurück. So, es geht noch höher. Abenteuer pur. Also wenn wir mal runter gucken. Mittlerweile bin ich hier schon ziemlich hoch. Und ist auch ganz schön anstrengend. So, auch hier. Wahnsinn. Ja, andere Bilder kann ich nicht einfangen. Das sehe ich aktuell von hier oben. Sehr schön. So, mittlerweile bin ich jetzt noch mal eine Etage hochgeklettert. Und jetzt gehe ich mit euch mal da hoch, um mal zu schauen, was da denn so ist. Auf geht's. So, nächste Treppenstufe. Gestern mit Kalle so viel gegessen. Ich will hoffen, dass der Kalksandstein mich noch hält. Hammer. Leute, schaut euch das an. Schaut euch das an. Mit Hammer und Meißel. So unglaublich. Auch diese Säulen. Alleine der Boden hier. Das ist ja schon dirt. Wir haben den Vorteil gehabt, gestern Nacht hat es hier in Petra geregnet. Wie Hulle. Also richtig viel Regen kam runter.
Oben in den Bergen hat es sogar geschneit. Und dadurch ist natürlich der ganze Staub heute hier abgewaschen. Wobei wir dann auch die Farben von diesen Felsen echt wirklich sehr schön mitbekommen. Ja, und ich würde sagen, gehen wir durch den Haupteingang oder gehen wir durch den Nebeneingang? Ach komm, scheiß drauf, Haupteingang. Lass uns mal reingehen. Spannend. Und keiner hier. Ich bin hier alleine. Jesus Christus. Ja, mittlerweile bin ich jetzt in einem Felsen. Man hört es von der Akustik auch. Und gut, Hallett ist jetzt nicht dabei. Ich kann noch nicht sagen, was hier drin war. Aber die Farben alleine. Ich zoome noch mal ran an die Decke. Atemberaubend. Und das ist oben die Decke. So sieht die Decke aus. Also ich habe mir vieles vorgestellt von Petra, aber dass es so ist, Wahnsinn. Okay, wir sind durch den Haupteingang rein und ich würde sagen, dann gehen wir doch mal durch den Nebenausgang wieder raus. Ja, normalerweise scheint er wohl gesperrt zu sein, heute nicht. Aber ich würde sagen, der König hat es mir erlaubt. So, mittlerweile bin ich jetzt unterhalb des einen Hauses, wo wir gerade zusammen drin waren und stehe jetzt hier vor zwei anderen Gebäuden und Leute, guckt euch das an. Also, das ist doch atemberaubend. Einfach aus Stein. Tja, was willst du dazu sagen? Die Leute, die das gebaut haben, hatten sehr, sehr viel Zeit. Und vor allen Dingen, wie präzise die das aus diesem Stein rausgearbeitet haben, das ist schon echt unglaublich. Im Hintergrund, denke ich mal, seht ihr das auch noch. So, wo ich jetzt mit euch hin möchte, hier in Petra, ich gehe mit euch jetzt da runter, in das sogenannte Tal. Von der Seite bin ich gekommen und ich will jetzt mit euch mal zu der sogenannten Säulenstraße in Petra. Eben waren wir bei den Königsgräbern. Das ist all das, was wir jetzt hier sehen. Das sind die sogenannten Königsgräber. Man kann um diesen Berg komplett herumlaufen. Da hinten seht ihr, dass die Sonne jetzt auch langsam kommt. Und umso höher sie kommt, umso mehr Sonne kommt auch in das Tal. Ja, das sind die Königsgräber. Da kann man komplett drum rumlaufen. Schaffe ich aber von der Zeit her nicht, weil man braucht dann für Petra so 5 bis 6 Tage, um alles zu sehen. Und ich habe heute mit Khaled abgemacht, dass ich einen halben Tag hier in Petra sein kann. Und da bin ich sehr glücklich drüber, denn ich bin hier wirklich allein. So, wir werden jetzt diese Straße hier runtergehen. Von da links sind wir gerade gekommen. Ich gehe nochmal zurück. Da hinten ist das Theater, da waren wir. Und jetzt gehen wir hier mal zusammen die Straße runter. Und dort hinten ist die sogenannte Säulenstraße. Da gehe ich jetzt hin. Von da melde ich mich wieder.
So, noch einen kurzen Moment. Die Straße hier runter. Und dann erreichen wir die sogenannte Säulenstraße. Und dann zeige ich euch mal die Straße. So, jetzt sind wir angekommen in der sogenannten Säulenstraße. Und das sieht auch schon wieder sehr, sehr gewaltig aus, wenn ihr euch das im Hintergrund mal anseht. Ist echt die Frage, was hier früher mal gestanden hat. Und ich werde jetzt mal das andere Mikrofon anmachen. Dann hört ihr mich besser, wenn ich die Kamera drehe. So sieht das Ganze hier jetzt mittlerweile aus. Das, was ihr hier unten seht, das sind noch Steine aus der römischen Zeit. Die hatte ich vorhin schon mal im SICK gesehen. Da hatte Khaled mir das erklärt, dass diese Steine zurückzuführen sind auf die römische Zeit. Und hier haben wir dann Säulen. Gleich wird uns ein Beduine ansprechen. Möchte uns irgendwas verkaufen. Da hinten kommt das nächste Kind mit Postkarten. Salam. Ja, auch das Mädchen wollte mir Postkarten verkaufen. Die Preisverhandlung ging los bei 5 Dinar. Dann habe ich gesagt, nein. Und dann waren wir sofort bei einem Dinar. Aber ich habe den anderen Mädchen versprochen, bei ihr nachher die Postkarten zu kaufen. Das werde ich dann auch tun. Ja, und wir laufen hier mal weiter Richtung Säulen. Da vorne entdecke ich was. Ich drehe euch mal um. Und da muss ich gleich mal auf die Karte schauen, was das mal war. Thank you! So, gerade wurde ich von einer Beduinin gefragt, ob ich Tee möchte. Guck mal, die ist da, erntet und hat mich gefragt, ob ich Tee möchte. Sehr freundlich, die Leute hier in Jordanien, das kann man nicht anderes sagen. Und so, was haben wir denn hier Schönes? So, wir haben hier einen Tempel. It's the Temple of the Wicked Lions, okay. Und so sah das Ganze wohl mal aus. Vor langer, langer Zeit. Da oben ist es. Da führt eine Treppe hoch. Und da gehe ich doch mit euch mal hin. Und ich melde mich gleich wieder von der Treppe. So, mittlerweile sind wir angekommen bei dem sogenannten großen Tempel hier in Petra. Und das ist schon, wenn man sich das alles anschaut hier und da einmal so rumschaut, dann ist das schon eine ziemlich fette Location für so einen großen Tempel. Wahnsinn. Ich zeige euch das mal. Da ganz hinten, die Straße runter, waren die Königsgräber. Und hier haben wir jetzt den sogenannten großen Tempel. Und da würde ich sagen, da gehen wir mal hoch. So, ihr könnt euch bequem zurücklehnen. Ihr müsst die Treppen nicht raufgehen. Das mache ich doch gerne für euch. Obwohl, ich muss sagen, so langsam kommt man wieder ins Training. Ich kann euch nicht sagen, was wir gleich sehen werden, wenn wir hier oben ankommen. Aber wow. Wow. Also das ist ja schon mal okay, großer Tempel, von unten nicht so wirklich zu sehen, aber jetzt muss man ja sagen, ja, der große Tempel. Ja, auf geht's. Da hinten geht's auch noch mal hoch. Auch da gehen wir mal zusammen hin. Da liegen etliche Steinscheiben. Mal schauen, wie weit wir raufkommen. So, jetzt ist die Frage, links oder rechts? Okay, lasst uns mal rechts versuchen. Ich habe keine Idee, wo wir da hinkommen. Aber wir haben hier so ein Schild. Da steht noch mal so einiges drauf. Und
bei der Position N sind wir jetzt. Davor, würde ich behaupten, müssten wir sein. Oder wir sind in G. Nee, in Q sind wir. Keine Ahnung. Wo auch immer wir sind, lass uns raufgehen. Die Frage ist nämlich vom Lageplan her, ob der wirklich so getreu ist, wie er da war. Also die Treppen merkt man, dass die alt sind. Die sind sehr ausgelatscht. Mein Fußgelenk kippt immer nach hinten weg. Also hier müssten etliche Menschen rauf und runter gegangen sein. Unter anderem auch ein Donkey. Da sind umgestürzte Säulen. Es geht noch eine Stufe weiter hoch. Natürlich mehrere Stufen. So, das ist hier irgendwie das Seitenschiff. Jetzt zeige ich euch nochmal den Rundumblick hier. Da hinten ist auch noch so ein schönes Objekt. Und da unten wird es immer noch weiter reingehen nach Petra. Immer weiter. Und ihr seht, die Sonne kommt höher. Die Sonne kommt langsam immer höher. Und da ist mein Freund. Da ist der Donkey. So, weiter geht's. Hinein in den Tempel. Schön wäre es gewesen, zu wissen, wo man ist. Aber was nicht ist, ist halt nicht so. Cetron, okay. Abgedeckt. Kommt mir vor wie so ein kleines Theater hier. Aber ich glaube nicht, dass es ein Theater war. Das sieht nicht danach aus. So, was entdecken wir hier? Ja, Leute, der Film von Petra, er wird länger gehen. Aber das ist so spannend hier, mit euch hier durchzulaufen. Und ich hoffe, dass ihr da auch so begeistert seid. Wo geht's hier lang? Okay, wenn ich mich verlaufen sollte. Oh, hier ist eine Treppe. Hier ist ein Gang. Oh Gott, wo geht's hier hin? Okay, das scheint irgendwie ein Raum zu sein. Hier geht's wieder raus. Whatever. Treppe nach oben. Na dann mal los. Also, für die, die jetzt vorgespult haben sollten, was ich nicht hoffe, wir sind im großen Tempel von Petra. Und er ist wirklich groß, denn so ein paar Minuten laufe ich hier schon. So, ich bin jetzt auf so einer Empore und habe jetzt diesen Blick über den Tempel. Oh, da geht es ein bisschen runter. Wahnsinn. Sehr schön. Da ist eine Treppenstufe, das heißt, okay. Also, diese Stufen, die haben 2000 Jahre gehalten. Ich hoffe, dass sie jetzt auch halten. Ich gehe mit euch nämlich einfach mal darüber. Ha, geschafft. Denn ich habe hier schon wieder eine Treppe entdeckt. Und hier hinter, ich gehe da mit der Kamera mal rüber, da geht es ein bisschen runter. Da wollen wir nicht hin. Also das ist jetzt wirklich der höchste Punkt von dem Tempel, den ich erreichen kann. Höher geht es nicht. Und begeistert. Hammer. Leute, schaut euch das an. Der größte Tempel von Petra. Und da unten keine anderen Menschen. Irgendwo da unten läuft mal ein Esel. Jetzt könnte man auch sagen, okay, ein Esel ist im Bild, aber... Naja, atemberaubend. Hätte ich nicht erwartet. So, ich gehe wieder runter und ja, ich nehme euch mit. Kein Problem. So, mittlerweile sind wir auf dem Vorplatz von Petra. Auf diesem, ja, ich würde mal sagen, das war das Kirchenschiff, was wir hier sehen.
Beeindruckend. Die Größe alleine ist schon beeindruckend. Und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr nach Jordanien kommt, schaut euch unbedingt Petra an. Petra ist nicht umsonst eines der sieben Weltwunder und steht bei der UNESCO als Weltkulturerbe da. Und das ist wirklich unglaublich, wenn man sich überlegt, dass das alles entstanden ist mit einem Hammer und einem Meißel. Einige Leute sind in Deutschland nicht in der Lage, eine Tür mit dem Schlüssel aufzuschließen. Und die hauen hier eine gesamte Stadt vor über 2000 Jahren mit dem Hammer und Meißel einfach mal eben aus dem Felsen. Oh, unglaublich. Lasst uns gucken, was es hier noch zu entdecken gibt. Ich nehme euch mit. So, mittlerweile haben wir den großen Tempel verlassen und sind jetzt hier diese Straße, der Säulenstraße, weiter gefolgt. Vom Tempel runter sind wir runtergegangen und dann bin ich links rumgegangen und laufe jetzt diese Säulenstraße hier weiter. Alles auf Steinen zurückzuführen, wohl auf der römischen Zeit. Im Hintergrund erkennt ihr ja, dieses Tor, wo ich durchgelaufen bin. Und wenn ich die Kamera jetzt mal drehe, das mache ich mal für euch, dann ist das schon genial. Und ihr seht auch, wenn die Wolke da oben jetzt verschwindet, dann kommt die Sonne immer weiter ins Tal hinein. Da oben ist ein Beduine, der telefoniert gerade. Aber ich glaube nicht, dass er einen Pizzadienst bestellt. Die liefern hier nicht. Sondern irgendwie dieses Gebäude, das hat mich jetzt nochmal gereizt, mit euch dahin zu gehen. Dann müssen wir allerdings zurück. Ich könnte jetzt hier in Petra noch gut 6 Stunden weiterlaufen. Also immer in diese Richtung, in diese Felsenschlucht hinein. Könnte ich noch 6 Stunden weiterlaufen und hätte immer noch nicht alles gesehen, weil ich die Nebenadern noch nicht abgelaufen wäre. Wie zum Beispiel da oben die Königsgräber. Man kann um diesen Felsen drumherum laufen, brauchst du alleine schon 2 Stunden für. Aber mich interessiert dieses Gebäude hier. Da möchte ich mit euch noch einmal hin. Ich hoffe, dass ich gleich noch ein Schild entdecke, was es dann ist. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr groß aus, gewaltig. Und das ist auch nicht aus dem Felsen gehauen, sondern das ist mit Steinen aufgemauert, aufgestapelt. Säulen davor. Ich denke mal, das wird auch wieder irgendwie ein Tempel gewesen sein. Hier vorne erkennt man noch Stufen, die darauf gingen. Vier Säulen haben da gestanden. Und da hinten in den Felsen sind wieder Unterkünfte drin. Teilweise leben auch noch die ein oder anderen Beduinen da drin. Und ja, zu dem Freund muss ich gleich gehen, denn da steht ein Wüstendromedar. Ich suche mal ein Schild. So, ein Schild habe ich gefunden. Olsar al-Bint Tempel Komplex. Das war wohl hier mal ein kompletter Tempelkomplex. Und ich gucke mal jetzt auf der Vorderseite, ob wir da noch schöne Bilder reinbekommen. Mein Freund ist angeleint, der läuft uns hier gleich nicht weg. Ja, und von vorne sieht das schon gewaltig aus. Ja, ein großer Tempelkomplex. Hier unten haben wir auch wieder so einen antiken Boden. Da, das sieht nach einer Säule aus. Da werden irgendwelche Säulen gestanden haben. Hier in der Mitte ist nochmal so ein größer Komplex. Und da hinten wird es weitergehen. Immer tiefer rein. Da kommt gerade ein Beduine mit seinem Pferd.
Der wird auch sicherlich gleich fragen, ob ich nicht mitreiten möchte. Good morning, sir. How are you? I'm good, and you? Still alive. Fine. Good. Where from? From Germany. Welcome. Thank you very much. From here. Yeah. So, gerade nochmal einen kurzen Smalltalk gehalten mit den Beduinen. Für denen ist das natürlich hier eine ganz blöde Zeit, denn keine Touristen, kein Geld. Und die bekommen 0,0 Unterstützung vom jordanischen Staat. Also das ist schon für die eine harte Zeit. Aber ich habe hier einen neuen Freund gefunden. Ja, ich darf euch vorstellen, mein neuer Freund. Steht hier ganz brav, guckt mich an, so nach dem Motto, nimm mich mit. Gestern auf dem Weg nach Wadi Rum habe ich auch einen Dromedar gesehen. Allerdings war dieses Dromedar auf der Ladefläche eines Autos auf der Autobahn. Also es ist schon phänomenal, du fährst mit dem Auto auf der Autobahn mit 120 km/h, da wo es geht, die Straßen sind nicht ganz so toll. Obwohl das erste Stück von Amman raus war schon sehr gut ausgebaut. Die Straße ist seit einem Jahr neu. Aber dann, umso tiefer wir kamen Richtung Agrabah und Wadi Rum, wurde die Straße natürlich immer schlechter. Und dann auf einmal fährt so ein Fahrzeug vor dir, Toyota mit Ladefläche. Da gibt es hier keine Ahnung wie viele. Und auf einmal guckt dann Kamel oben raus. Schon spooky, wenn du dahinter fährst, aber sehr, sehr beeindruckendes Land. Die Sonne kommt nicht so wirklich durch, weil es relativ bewölkt ist. Ist auch nicht ganz so warm, wie ich gedacht hatte, aber okay. So, ich mache mich jetzt auf den Rückweg. Ich habe gerade mit dem Beduinen nochmal gesprochen, der sagte von dem Punkt, wo wir gerade nochmal diesen Palast gesehen haben, bräuchte ich noch so 6 Stunden. Bis zum Ende. Und wenn ich dann auch noch rauf wollte zu dem Grab von dem Bruder von Moses, der hier begraben ist in Petra, auf dem Berg 1330 Meter hoch, wenn ich das noch sehen wollte, kannst du noch mal gleich einen Tag hinten dran hängen. Denn was viele nicht wissen, ich will mal gucken, ob ich das nachher einfangen kann. Khaled hatte mir das gezeigt. Man kann diese weiße Kuppel von der Grabstätte des Bruders von Moses sehen. Aber wenn man da zu Fuß hingehen möchte, musst du durch Petra ganz durchlaufen. Und das ist ein Fußmarsch von, naja, irgendwas zwischen 7 und 9 Stunden. Und wenn man alles sehen will und sich Zeit nehmen möchte, dann verbringst du hier in Petra gut und gerne 4 Tage, um wirklich alles zu sehen. Ja, ich werde jetzt zurückgehen. Ich werde das ungefähr 2 Stunden brauchen, 2,5 Stunden. Bis ich wieder beim Eingang bin. Und ich werde jetzt diese Straße, diese historische Straße mit dem Blick auf die Königsgräber zurückgehen. Und dann nehme ich euch nachher mit ab dem Sieg. Das ist diese weltbekannte Schlucht, der sogenannte Eingang nach Petra. Da nehme ich euch mit. Bis dahin, holt euch einen Kaffee, relaxed, kick off your shoes. Ich laufe für euch mal Richtung Sikh. Bis gleich. So, was ich euch noch eben zeigen wollte, im Hintergrund seht ihr das vielleicht. Ja, die Garage.
vor 2000 Jahren, mehr als vor 2000 Jahren, wurde sie schon erfunden. Denn, schaut mal. Den Donkey haben sie vergessen. Den haben sie einfach in die Garage gestellt und gesagt, so, warten. Und er schläft. Phänomenal. So, aber der Hammer kommt jetzt. Ich hatte euch versprochen, ich nehme euch mit hinein in den Sick. Die sogenannte Schlucht, der Eingang zu Petra. Das, was ihr gerade eben so gesehen habt, das ist ja schon mitten in der Stadt Petra. Aber das, wo wir uns jetzt hinbewegen, das ist der Eingang. Gewaltig, der wird gleich noch enger werden. Dazu muss ich da erstmal ein bisschen hinlaufen. Also, bis gleich. Was ich euch noch unbedingt zeigen wollte, ist das, wo wir jetzt gerade sind. Das ist nicht die Ebene von Petra, mittlerweile aufgeschüttet von Geröll etc. Denn das könnt ihr erkennen, wenn wir hier mal hingehen. Dann seht ihr, wie viel Schutt mittlerweile hier in Petra liegt. No, thank you. I will see. So. Und wenn wir da nämlich runtergehen, da unten ist ursprünglich die Ebene gewesen. Und das, was wir hier sehen, ist alles aufgeschütteter Schutt. Das heißt, der Weg war viel, viel tiefer. Das erkennt man daran, da hinten in einem Felswand ist nämlich die Wasserrinne, wo das Wasser in die Stadt Petra durch den Sick hineingeleitet worden sind. Und dann findet man immer solche Nischen in den Fels. Khaled hat mir erzählt, es gibt 11 Stück davon im sogenannten Sick, in dieser Schlucht. Und dieser Schutt, der hier liegt, das ist nicht die ursprüngliche Höhe, die ist viel, viel tiefer zu erkennen, Alter, an dieser alten historischen Wasserrinne. Diese Wasserrinne war offen, das war die Trinkwasserrinne. Und dann gab es noch eine Wasserrinne, die war verkleidet mit Ton. Und die war fürs Brauchwasser, was von einer Quelle gespeist wurde. Und es wurde dann durch Auf- und Abwärtsbewegung dafür gesorgt, dass die Geschwindigkeit des Wassers rausgenommen wurde. Weil ansonsten hätte das Wasser so eine hohe Geschwindigkeit bekommen innerhalb der Stadt Petra, dass diese Tonleitung komplett gebrochen wäre. Und deswegen hat man diese Tonleitung in einer Wellenbewegung geführt, um die Geschwindigkeiten abzubauen. Ja, und jetzt bewegen wir uns so langsam in den Sick hinein. Gleich kommen wir nochmal zu dem wirklich bekanntesten Bild von Petra. Also dieses Bild, immer wenn man Petra irgendwo googelt, findet man sofort dieses Bild. Zeige ich euch gleich. Ich gehe erstmal mit euch bis da vorne zur Ecke und dann seht ihr das gleich. So, mittlerweile sind wir denn jetzt auf diesem Hauptvorplatz angekommen. Mittlerweile ist es 21:15. Polizei ist auch da, bewacht die Beduinen, die sind nämlich auch da. Und jetzt haben wir schon den ersten Unterschied zu heute Morgen, als ich mit Khaled hier war. Heute Morgen habe ich es geschafft, dass hier niemand war. Und jetzt sieht die Situation schon anders aus. Wie ihr seht, ne, Beduinen hier, die Kamele sitzen da und warten. So, da ist die Polizei, ein alter Soldat, ein alter Beduinensoldat. Und das ist das bekannteste Bild von Petra. Man sagt dazu die Schatzkammer von Petra. Obwohl es die Geister scheiden sich, ob es wirklich eine Schatzkammer war oder nicht einfach eine Grabstelle. Denn ganz oben drauf befindet sich eine Urne. Und eine Urne auf einer Schatzkammer, in einer Urne lagert man Asche. Und von daher gibt es auch das eine oder andere Gerücht, dass es nicht die Schatzkammer war, sondern eine Grabstelle. So, rechts von dem Gebäude, da seht ihr so eine quadratische Einkerbung. Ich gehe mal dichter ran.
Diese Einkehrbohren waren von dem Gerüst. Man hat von oben nach unten gebaut. Man hat oben angefangen und dann ist man nach unten gegangen und das Gerüst wurde immer umgesetzt. So, und die letzten 4 Meter brauchte man kein Gerüst mehr, weil mittlerweile so viel Schutt unten lag, dass man das nicht brauchte. So, viele sagen, das ist das Gebäude von Petra. Das stimmt auch, aber das ist der erste und der zweite Stock. Das Erdgeschoss zeige ich euch. Das haben Franzosen ausgegraben. Und zwar erst in den 90er Jahren. Denn dort links gehen Stufen runter. Und man hat sich immer gefragt, wo führen diese Stufen hin, wenn es nichts gibt? Und dann haben die Franzosen angefangen zu buddeln. Und das zeige ich euch jetzt. Und das ist amazing. Denn hier ist noch ein komplettes Stockwerk drunter. Das heißt, das Erdgeschoss ist da unten. Und das, was Sie hier sehen, ist das erste Geschoss. Wahnsinn. Petra. Ich stehe direkt davor und wir werden gleich zurückgehen durch den Sick. Durch diese Schlucht, atemberaubend. Ich zeige euch gleich nochmal den Eingang. Aber vorher genießt nochmal die Schatzkammer von Petra. Hammer. Und es sind nur Einheimische hier. Keine Touristen. Kamele haben wir auch noch. Kamele seht ihr da. Wüstendromedare. Irgendwie sehen die cool aus, die Tiere. Ja, und dort geht es in den Sick hinein und da gehen wir jetzt hin. So, jetzt sind wir in dem weltberühmten Sick, in dem Eingang zu Petra. Für mich jetzt der Ausgang, denn ich bin heute Morgen mit Khalat hier schon lang gelaufen. Und da habe ich allerdings nicht gefilmt, um wirklich mal selber die Eindrücke zu genießen, die hier so sind. Jetzt muss ich meine Maske gerade mal runterziehen. Ja, wir laufen durch den Sick. So, was ich euch auch zeigen möchte, das ist nämlich jetzt hier wirklich die Wasserrinne. Hier kann man die erkennen. Ich fahre da mit der Kamera mal so durch. Das ist die Wasserrinne, wo Petra versorgt wurde mit Wasser. Wahnsinn. Auf der anderen Seite das Gleiche. Auch Wasserversorgung. Und ich glaube, mehr geht nicht. Vor allem geht nicht mehr aus dem einfachen Grund. No people. Keine anderen Menschen. Wir laufen ganz alleine durch den Sick, wo 1 Million Besucher normalerweise hier langlaufen. Hier sieht man auch wieder die Steine zurückzuführen auf die römische Zeit. Und das andere hier, dieser Beton, der hier drin ist, der ist reingelegt worden von den Franzosen in den 90er Jahren. Früher war das hier ein Sandweg. Und dann haben die Franzosen gesagt, das betonieren wir, um auch diese Felsen damit zu stützen. Denn das alte römische, der alte römische Weg, der war halt nicht mehr komplett erhalten und dadurch fehlte natürlich auch die Stützung. Hier, jetzt kommt uns gerade ein Soldat entgegen, aber der stört uns nicht. Abstand halten, passt das. Salam.
nett Hallo gesagt. Und schon haben die Leute alle ein Lächeln im Gesicht. Ja, wie lang ist dieser Sick? Ich meine mich zu erinnern, dass Halle sagte 1,2 Kilometer von dem Schatzhaus bis zum Eingang. Also es ist noch ein ganzes Stück, was ich hier vor mir habe. Kleiner Eindruck für euch. Da geht es runter nach Petra. So sieht das Ganze hier aus. Und gleich kommen wir auch an eine Stelle, da habe ich auch Fotos gemacht, die habt ihr auch schon gesehen. Da würden einige Leute ein Vermögen für bezahlen, wenn sie diese Fotos bekommen könnten, ohne andere Menschen. Ja, hier heißt es immer so schön, wir leben jetzt und nicht morgen. Das ist der Grund, warum ich nach Jordanien gefahren bin. Und ich habe es nicht bereut. Schaut euch das an. Großartig. So, genug geredet. Genießt mal die Eindrücke. Jetzt sind wir gerade an dem Elefanten und an dem Fisch vorbeigegangen. Das Foto habt ihr schon gesehen. Da hatte ich schon was zu gesagt vorhin. Und der Beduine, der dafür zuständig ist, dass die Wege hier sauber bleiben, hat mich gerade nochmal darauf hingewiesen und sagte, hey, da ist der Elefant. Habe ich zu ihm gesagt, ja, ich weiß. Und auf der anderen Seite ist der Fisch. Super freundlich, die Menschen hier. Wahnsinn. So, breitere Stelle vom Sick. Also gewaltige Stelle. Und ich zoome ran. Da unten dieser Steinhaufen, der jetzt in der Mitte ist. Also von der linken Seite von hier aus gesehen. Wenn du drauf guckst, ist es ein Fisch. Und von vorne ist es dann einfach. Das sieht aus wie ein Elefant. Also wirklich mit Rüssel und Augen. Ja, wunderbar. So, weiter geht's. So, das war der Sick, der Eingang nach Petra. Da hinten kommen wir raus aus Petra. Ich gehe dann noch ins Museum von Petra. Ja, und das ist der Weg, den man gehen muss, um nach Petra zu kommen. Der sogenannte Sick, und der endet direkt mit dem Blick auf die sogenannte Schatzkammer. So, ich werde jetzt zum Museum gehen, werde mal schauen, was da noch Nettes zu berichten gibt. Und wenn es was Interessantes gibt, zeige ich euch das. Und bis dahin, macht es euch gemütlich. Ich gehe zum Museum.
So, Freunde, mittlerweile bin ich jetzt wieder in Amman gelandet. Der Khaled hat mich hier wieder hergefahren, 2,5 Stunden Autofahrt nach dem Besuch von Petra. Jetzt gerade in meinem Hotel wieder angekommen, da wo ich das erste Mal auch war. Mal so Revue passieren lassen, was ich dann so heute gesehen habe in Petra. Petra ist unglaublich. Das kann man so gar nicht in Worte fassen. Ich denke, es geht euch auch so, nachdem ihr diesen Film jetzt gesehen habt. Ich werde jetzt hier bei Mohammed essen gehen, in Amman. Ist auch jemand, der Deutsch spricht und der will gleich für mich kochen. Da bin ich um 17 Uhr mit ihm verabredet. Hab jetzt noch ein bisschen Zeit. Werde jetzt noch mal ein bisschen durch die Stadt schlendern hier in Amman. Morgen geht's weiter. Morgen geht's dann richtig los. Morgen fahren wir in den Norden von Jordanien, nach Aramta. Da werde ich bei Salah Eddin schlafen. Der hat mich eingeladen in sein privates Haus. Und am Freitag gehe ich los. Am Freitag starte ich dann den Jerusalemweg. Und dann werde ich mich auf den Weg machen von Aramta über Amman bis zum Toten Meer. Ich bin echt gespannt, wie es wird. Ich nehme euch natürlich mit, so gut es geht. Dann ich muss mal sehen, wie das jetzt so aussieht mit den Herbergen, wo ich so schlafen kann. Das ist ab morgen alles komplett nicht geplant. Und da muss ich mal sehen, wie das denn so läuft, so mit Akkus aufladen und so weiter. Aber da, wo es geht, seid ihr natürlich mit dabei. Das waren die ersten Tage jetzt hier in Jordanien. Und die nächsten, glaube ich, werden auch sehr, sehr spannend werden. Unten klicken, abonnieren und die Glocke. Und dann kriegt ihr natürlich alle weiteren Videos mit. Ein Video wird gerade hochgeladen. Das ist das Video von Wadi Rum. Und dieses Video hier geht auch online, sofern ich hier eine Verbindung habe. Alles klar, macht's gut, bis bald, ciao.